zusammen nach den mehr oder weniger Corona-Frust-Videos der letzten Zeit und dem, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, Outing des erneuten Ausbruchs der Depressionen und so weiter, wollte ich heute einfach mal wieder ein schönes Video machen und mal eine positive Seite von Corona zeigen. Ihr werdet gleich ein paar Bilder und ein paar Videosequenzen sehen von einer Sache, die wir eben seit dieser Corona-Sache regelmäßig machen. Und die mir persönlich total am Herzen liegt und wo ich auch wirklich so diese Freude empfinde. Und zwar ist es so, dass wir immer sonntags und zwischendurch war es auch mal am Osterwochenende und das erste Wochenende, wo wir uns so langsam rangetastet hatten, sogar zweimal, mit Huskies quasi Gassi gehen oder die mit uns, wenn man das auch manchmal nehmen will, je nachdem, welchen wir da haben. Rangekommen sind wir da über einen Hilferuf in einer Corona-Hilfsgruppe. Da hat eine Husky Ranch, die bei uns so circa 50 Kilometer entfernt ist, eben gefragt, wer da helfen würde, wer da mal kommen würde, um mit den Hunden rauszugehen. Ja, wir haben uns dann informiert, ob das auch für Leute geeignet ist, die sonst so nicht viel Ahnung von Hunden haben. Ich liebe Hunde, ich hätte auch eigentlich gerne einen eigenen, spricht aber eigentlich auch ein paar Sachen eben dagegen, dass man den hat. Und von daher fanden wir das ganz toll, sind da also hin. Und das hat uns super gefallen und seitdem machen wir das regelmäßig. Und da habe ich gedacht, bringe ich einfach mal so ein paar bewegte Bilder mit. Denn diese Hunde, da geht einem wirklich das Herz auf. Das sind so süße, tolle, hübsche Tiere, wie auch immer man das sagen will, also von Welpe bis großen Hund. Ja, und so haben wir das halt auch entdeckt, dass es sowas überhaupt in der Ecke gibt. Das wussten wir gar nicht und ich wollte eigentlich schon immer mal so eine Schlittenfahrt machen, wobei die hier meistens mit Wagen unterwegs sind, denn Schnee gibt es ja nicht so oft. Und sobald die das wieder dürfen und dort auch wieder so gesehen Saison dafür ist, die fahren dann immer nur, wenn es maximal 15 Grad ist, sonst ist das wohl für die Tiere zu heiß. Wenn also da wieder die neue Saison dann quasi losgeht, weil die alte oder die jetzige ist im Prinzip schon fast vorbei, weil es wird ja demnächst immer wärmer. Dann werden wir das auch mal machen. Aber jetzt seht ihr erstmal ein paar von unseren süßen, vierbeinigen, ja, wie soll man sagen, Pflegehund ist auch nicht das richtige Wort, aber Gassi-Hunde.